Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, dann wollen wir mal die nächste Post rausbringen. Ich habe gehört, es gibt wieder Arbeit, Chef. Gucken wir erstmal rein. Ja, gucken wir mal. Melde mich zum Dienst, Professor. Du kommst immer wieder wie eine treue Brieftaube. Du willst mir jetzt aber nicht die Nachrichten ans Bein binden, oder? Nein, aber ich gebe dir ab jetzt wichtigere Aufträge. Ich höre immer mehr über dich. Deine Arbeit. Du machst dir gerade einen Namen als Kurier. Und dadurch hilfst du der Gilde zu wachsen. Wir weiten unsere Tätigkeit bereits jetzt aus. Selbst in diesen gefährlichen Zeiten. Das haben wir dir zu verdanken. So, deine neuen Aufgaben werden recht schwer. Diese Nachrichten sind für die Empfänger von sehr viel höherer Bedeutung. Und manchmal sind die Routen auch gefährlicher. Das schaffe ich. Da bin ich mir sicher, Hitzkopf. Also hier ist einer mit dem Hinweis streng vertraulich. Sorg dafür, dass ihn der Adressat erhält. Und niemand sonst. Du kannst auf mich zählen. Na gut. Dann wollen wir noch mal gucken. Wo sollen wir das Ganze denn abliefern? Ah, ja. Das ist, warum zeigt er mir... Ist das in der Dark Zone? Sollen wir das lieber per Nacht machen? Moment, ne? Gucken wir mal. Erstmal hinkommen. Weil wenn das jetzt in der Dark Zone ist, dann müsste ich gucken, dass ich irgendwo dort in der Nähe schlafen gehe. Wäre doch dann angenehmer, oder nicht? Na, erstmal ein bisschen hinflitzen hier. Ah, den müsste ich aber trotzdem nochmal mitnehmen. Hoppala. Ein bisschen duster hier. Na, lass mich doch erstmal ausweichen hier. Rennt da nicht rein. Erwischt. Ja, ja. Erwischt. Ich sehe, wie er mich erwischt. So. Das nehmen wir einmal mit, während das Gas sich dann noch ausbreitet. Dann kann man schon mal looten. Gebt mir sogar eine schöne Machete hier. Ruhe hier. So. Ja, 111 Gegenstände, ne denn? So, jetzt wollen wir erstmal schauen, wohin soll ich jetzt genau? Noch ein paar hundert Meter, ist denn das noch? Na gut. Versuchen wir da noch irgendwie durch hin zu flitzen. Hat ja ganz gut geklappt. Was? Auf Mission habe ich jetzt gerade gekriegt? Okay. Klopf, klopf. Paket ist da. Kuriergilde, ich habe einen vertraulichen Brief für Sie. Danke. Ich... Oh nein. Nein, um Gottes Willen. Alles in Ordnung? Ich würde ja sagen, das geht Sie überhaupt nichts an. Aber ich kann es sonst niemandem erzählen. Mit Ihnen zu reden ist so, wie mit einem Priester zu reden, nicht? Naja, vielleicht... Ich werde erpresst. Mit was? Das kann ich nicht sagen. Nicht laut. Es ist ohnehin eine dreckige Lüge. Sie müssen mir helfen. Wie? Ich gebe Ihnen Geld. Sie müssen den Bastard für mich finden. Sie wollen, dass ich Ihren Erpresser auszahle? Himmel, nein. Dann fordert er nur noch mehr. Das Geld ist für Sie.
töten Sie ihn. Wow, ich bin Kurier, kein Auftragsmörder. Sie müssen. Nur Sie kommen an ihn ran. Gerade weil Sie ein Kurier sind. Er wird völlig ahnungslos sein. Sie klingt ziemlich berechnend. Natürlich. Wenn Ihr Leben in Gefahr wäre, würden Sie da nicht auch alles in Betracht ziehen, alles versuchen, um sich zu retten? Dann haben Sie tatsächlich nicht ganz Unrecht. Wenn Sie nicht einwilligen. Ich weiß nicht, was ich dann tun soll. Wie soll ich dann weiterleben? Bitte, bitte, ich flehe Sie an. Na gut, also treffen könnte ich den Erpresser ja vielleicht erstmal. Gott segne Sie. Sie haben mir das Leben gerettet. Aber Sie müssen sofort weg, bevor der Unhold auf den Gedanken kommt, ich könnte ihn hintergehen. Okay. Ist ja schon mal interessant. Da haben wir 100 Münzen gekriegt. So weit ist er gar nicht weg. Aber wir haben hier unten nochmal was. Machen wir erstmal auf. Haben wir mitgenommen. Schnell durchgelaufen. Nein, das hat niemand mehr gesehen. Verdammt. Hat nicht ganz geklappt. Ach, kommt schon. So. Der kriegt keine Luft mehr, Mensch. Muss ich beilen. So. Alles gut? Diese Banditenarschlöcher haben es wirklich auf uns PKs abgesehen. Ach, danke. Na, wenigstens kriegen wir noch mal ein paar Pfeile. So, aber jetzt wollen wir erstmal gucken hier. Wo soll das Ganze sein? Da drüben rüber. Oh, ich dachte, ich schaff's nicht. Aha. Hallo? Wie sind Sie hier reingekommen? Die Frau, die Sie erpressen, schickt mich. Haben Sie das Geld? Nein, ich erledige Sie. Und sorge dafür, dass Sie sie nie wieder belästigen. Wissen Sie überhaupt, was sie getan hat? Spielt keine Rolle. Aber ich weiß, was Sie getan haben. Eine alte Frau erpresst. Na gut. Das wird dir leid tun. So. Jetzt reicht es hier aber. Ansonsten hat er ja auch nichts hier, ne? Gut, einmal kurz im Müll gewühlt. Ob das die richtige Entscheidung war, das werden wir sehen. Sollen wir erstmal wieder zurückdüsen? Dann gebe ich mal Gas. Ich gehe mal davon aus, dass unser Chef das mitkriegen wird. Oh, ja, noch gerade so. Na, schaffe ich es noch ein bisschen höher? Ja, okay. Das war zu viel. Muss ich einmal landen, einmal hoch hier. Und von hier aus können wir noch denn direkt rein. Hä? Wer hat mich denn jetzt hier gerade ausgelacht? Okay, schon wieder. Ah. Frischen Honig und Kamille. So. Und drin hier. Bin wieder da, Chef.
Wie lief's jetzt, Kopf? Das war ein Abenteuer. Und mysteriös war's auch. Ah, erzähl. Vielleicht ein andermal. Wie du willst. Aber gute Arbeit. Mach weiter so und du steigst in 0, nix einen weiteren Gildenrang auf. Okay. Erhalte einen neuen Auftrag. Na denn? Ich könnte noch Zustellaufträge gebrauchen, Professor. Du willst welche? Ich hab welche, Hitzkopf. Hier sind einige. Nicht einfach zu machen. Aber ich glaube, du bist bereit. Allzeit bereit. Das hört man gern. Na denn? Kurier 5. Ich hätte erstmal gucken sollen, wo wir hin müssen, wa? Bevor ich mich in die Lüfte schwinge. Na, mal gucken. Vielleicht sind wir ja doch nicht so weit weg. So, gucken wir mal. Na, die sind ja fast alle auf einer Linie hier. So, dann gucken wir, dass wir da vorne erstmal hin. Dann können wir nämlich von oben. So, einmal hoch hier. Okay, mal Speicherpunkt. So, den nehmen wir gerne mit. Um die Ausdauer noch mal ein bisschen zu boosten hier. Und da vorne ist schon wieder die nächste Quest. Oh, oh, oh. Du musst deine Schwester retten? Okay. So. Post. Ein Brief für sie. Janine? Ist für dich. Von Angelica. Dann verbrenn ihn sofort. Aber sie ist deine beste Freundin. Nicht mehr. Sie hat Pierre geküsst. Na und? Aber ich hab ihn zuerst geküsst. Das weiß sie. Aber Liebling... Nur weil du einen Jungen küsst, hast du ihn nicht als deinen Besitz markiert. Oh, warum verteidigst du sie, Mama? Warum bist du nie auf meiner Seite? Ich bin doch immer auf deiner Seite. Hör zu. Ich bewahre den Brief auf und wenn du dich beruhigt hast, reden wir weiter, Schatz. Na denn? Okay, gut. So, hier geht's ja gar nicht weiter. Müssen einmal hier rüber. Und hier dann einmal hin. Klopf, klopf, Post ist da. Ein Brief, der Herr. Ich bin von der Kuriergilde. Ausgezeichnet. Ich habe Sie erwartet. Einen Augenblick, bitte. Oh ja, sehr interessant, Klaus. Aber ich sehe schon, was du vorhast. Wie bitte? Es ist der nächste Schachzug von meinem Freund Klaus. Er versucht ganz klar das Damen-Gambit, die Cambridge-Springs-Variante, um genau zu sein. Aber das pariere ich ganz leicht. Freut mich zu hören. Hier, nehmen Sie das. Und noch ein kleiner Bonus für Sie. Aha. Briefschach. Klaus. Wird bald um Gnade winseln. Zumindest soweit das geht, wenn man Schach per Post spielen muss. Über WhatsApp fand ich das besser. So, Oh. Sollte besser was Gutes sein, so schwer wie die zu öffnen ist. Nee, das ist nebenan, wa? Ich darf doch mal. Aber ich habe hier gar keine Möglichkeit, hier durchzukommen. Muss ja hier durchlaufen. Ja, ohne Momento. Aus dem Weg. Lass mich raten, jetzt ist es weg, weil ich außenrum gelaufen bin. Oh, nee. Sag mir nicht schon wieder das. Hätte ich auch oben bleiben können. Impfstoff
Oh. Oh. Ich bin der letzte Bandit, den du fängst. Meine Freunde werden dich jagen. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ja. Und wir haben einen Hemmstoffbehälter. Das ist doch mal gar nicht mal so verkehrt. Und jetzt haben wir nochmal das Richtige. Man merkt, die Infizierten sind auch nicht gerade die hellsten mehr. So. Alle Neune! Hoppala. Jetzt hänge ich hier ein bisschen fest. Gut, machen wir erstmal so. Ich wollte gerade zuschlagen. Ich sehe nichts. Diesmal nicht. Oh. Jetzt. Bei dem muss ich immer zweimal zuhauen hier. So, dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit. Machen wir lieber an. Wir wollen jetzt nicht noch Überraschungsbesuch haben. So, einen brauche ich davon noch. Wunderbar. So, hier ist jetzt so weiter nichts. Ja, jetzt muss ich aber erstmal hier hoch. Nur ein Ziegel. Nee, das klappt so nicht. Aber das hat geklappt. Post ist da. Ich habe einen Brief für Sie. Oh, toll. Genau darauf hatte ich gehofft. Stets zu Diensten. Ich habe da so ein Mädel, die schreibt mir sexy Briefe. Sie ist nicht mein Mädchen, sie verdient damit ihr Geld. Also, Sie bezahlen sie dafür, sexy Briefe von ihr zu bekommen? Und manchmal auch mit Bildern. Keine Ahnung, ob die überhaupt von ihr sind, aber wen juckt's? Was ist schlimm daran, wenn ein Kerl gern von einer heißen Braut begehrt werden will? Ich kann meinem Nachbarn einfach nicht klar machen, dass er mich in Ruhe lassen soll, Benji. Klar, er ist eine Schnitte, aber gegen dich kommt er nicht an. Wenn ich an dich denke, Benji, wird mir ganz warm überall. Ja, okay, ich hab's kapiert. Dann viel Spaß noch damit. Denk nicht schlecht von mir, Junge. Du kannst dich wahrscheinlich vom Mädels kaum retten. Aber ich? Eher nicht. Wir wollen doch alle begehrt werden, selbst wenn wir dafür zahlen müssen. Ich verstehe. Halten Sie die Ohren steif. Na denn? Sehr merkwürdige Sachen. So, aber jetzt machen wir uns das mal simpel. Jetzt nutze ich einfach mal die Schnellreise. Und wir haben da halt auch nochmal Hemmstoffbehälter. Feststoff. Ich bin auch so ein Feststoff. So, können wir hier nochmal kurz mitnehmen. Dann laufen wir einmal los. Ab wieder zurück zur Händlergilde. Zur Kuriergilde. Warum sage ich immer Händlergilde dazu? Na, eigentlich ist es ja ein Handel. So, bin wieder da, Chef. Du bist zurück. Gott sei Dank. Ist was passiert? Einer von unseren Jungs, Mike, ist bei einer Zustellung verschwunden. Noch ein verschwundener Kurier? Ja, ich mache mir große Sorgen. Viele gute Männer und Frauen sind in letzter Zeit verschwunden. Mir kommt der Verdacht, dass sie jemand aus dem Weg räumt. Wie kann ich helfen? Für den Moment sei einfach vorsichtig. Werd nicht sorglos. Wir verfolgen ein paar Hinweise zu Mikes Verschwinden. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Gut. Hast du denn was Neues für mich? Nein. Gut. Jetzt gucke ich nochmal ins Tagebuch. Nicht, dass da was Neues aufgekommen ist. Nee.
Gut, wir haben jetzt aber nochmal zwei Questen und... Hä? Hat mir gar nicht angezeigt, sehe ich gerade. Oder zeigt er mir gerade nicht an? Moment, können wir ja da einfach mal kurz nochmal hinjumpen. Und hier, ne, egal welche Richtung ich gehe. Wir können auch einfach jetzt mal drüber fliegen hier. Ne, das war ja jetzt weit geflogen. Sehr weit. So, jetzt aber. Versuchen wir so halbwegs dahin zu kommen. Und irgendwo war da jetzt noch ein Hemmstoffbehälter. Aber das sah doch eher aus, als wenn das eine Dark Zone ist. Deswegen habe ich den jetzt nicht sofort mitgenommen, aber ich brauche die ja auf jeden Fall. Entweder ist es jetzt das Fragezeichen. Oder halt was anderes. Na, mal gucken. Wir müssen ja jetzt an und für sich fast wieder dran vorbeilaufen. So. Ah, das ist aber auch im dicken Gebiet hier hinten, wa? Oha. Das ist eine Anomalie hier. Ne, die wird ja spannend werden. Zumal, wie komme ich hier wieder raus? Halbwegs anständig. Ah, hier über die Seile. Okay, das erklärt einiges. Gut, das war das eine. Aber hier hat er ja noch einen Hemmstoffbehälter. Das war doch hier. Oh. Hallo, Herr, was auch immer Sie nochmal waren. Machen wir erstmal kurz auf hier. Was gewonnen-hittet? Nice. Die werden wie Motten ins Licht angezogen. Okay, ich habe einen Spezialinfizierten besiegt. Indem ich einfach quasi nichts gemacht habe und ihn einfach nur mit der Waffe erschlagen habe. Es passt schon. So, aber wo ist denn hier... Oh. Es ist doch hier eine Dark Zone. Oder täusche ich mich jetzt hier? Ah, hier geht's rein. Ja, es ist eine Dark Zone, aber hier ist kein Symbol dafür. Ich will mal kurz was gucken. Ja, es ist auf jeden Fall eine Dark Zone. Mit richtig fetten Loot sogar. Bloß mir sind an vielen ein bisschen zu viele Nachtviecher drin. Das heißt, den würde ich mir gerne nochmal nachts schnappen. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Ich hoffe, den Kindern geht es gut. Ich habe sie seit... Kann man hier mal schlafen irgendwo? Nein.
Doch, irgendwo muss doch hier im Bett sein. Ach, da unten. Ich wollte Metz. Ach so, das ist... Jetzt kapiere ich, das ist weiter unten. Das ist die U-Bahn. Meine Flasche ist leer. Dann gehen wir mal kurz in die U-Bahn. Alle hops. Und dann würde ich sagen, holen wir uns das Ding nochmal fix. Deswegen habe ich auch hier das nicht so gecheckt. Ah. Ich dachte, das gehört hier mit zur U-Bahn. Ja, stimmt, wo wir die U-Bahn hier gemacht haben. Und dann dachte ich, das ist von der U-Bahn. Dabei ist das draußen. Ne, umso besser. Na, geh mir doch mal aus dem Weg. Jetzt muss ich nur mal kurz den Eingang finden. Jetzt reicht's aber. Hier war der Eingang. So, einmal schnell hier durch. Schnell mal ein bisschen ausgeholt. So, hier war nichts weiter. Zack. Läuft. Und hier haben wir auch den Rammer, der mir gleich eine neue Tür reinhammern wollte, oder was? Das war doch der Rammer, oder? Ah, wird schon mal gekitzelt, ist gut. So. Gut, den haben wir dann auch erledigt. So, hier einmal suchen. Na. Mach mal auf das Ding hier. Den Speer brauche ich jetzt nicht mehr. Der hat sich eigentlich erledigt. Ist auch wirklich nur ein ganz kleines Ding hier. Aber voll mit Loot. Und Loot tut gut. Das sieht immer so aus, als wenn hinter mir noch jemand ist. Aber ist ja gerade keiner. So, und dann noch die Kiste hier. So, dann kann es ja nur noch eine Etage weiter über mir sein. Hier ist sie. Ja, dann nehmen wir dich doch mal wackelnd mit. Jawohl, Hemmstoff. Und warum ist dann... Weil es kann und so. Hoppala. Nicht richtig gleich erwischt. So, das brauchst du auch nicht mehr. Oha. Hier geht schon alles kaputt. Aber egal, wir sind draußen. Ja, das war doch schnell. Fix. So muss das. So muss das und nicht anders. So, aber jetzt ist er... Wieso ist denn jetzt die Quest da jetzt weg? Ah, komm, jetzt will ich noch die Anomalie mitnehmen. Ist bestimmt, weil es jetzt Nacht ist, ne? Ey, jetzt kommt. Seid doch nicht so zu mir.
So, schaffe ich es jetzt noch mit dem restlichen Ausdauerschwung? Okay. Gucken wir mal. Ich würde mal kurz die Armbrust reinnehmen. Muss natürlich nochmal andere Bolzen reinmachen. Ja komm, wir nehmen die Feuerbolzen. So. Ich glaube, das war's. So. Den nehmen wir natürlich auch mit. Oh, Morphin. So, jetzt können wir noch mal gucken, ob wir hier noch mal irgendwie was öffnen können. Nee, den nicht. Können wir hier noch was öffnen? Nee, nur den hier. Gut, dann machen wir den auf. Auch wenn das hier gerade so ein bisschen Lärm ist. Aber die Anomalien sind ja wirklich mittlerweile easy peasy. Na komm, runter mit dir, Aiden. So, dann nehmen wir natürlich gerne mit. Ein Hemdstoff in Ehren, kann niemand verwirren. So, was haben wir hier noch? Schachtel Zigaretten. Ich sag ja, 300 Items, das ist kein Problem. Ich nehme ja sowieso alles mit, was mir angezeigt wird. Gut. Untersuchen. Warum stand da gerade untersuchen? Was haben wir denn hier? Irgendwas, was ich untersuchen kann, auf jeden Fall. Okay. Damit auch schon wieder auf sich. Mit diesen Entchen. Schon wieder so ein hässliches Entlein gefunden. Das ist fies. Weil ich auch hier nicht wieder rauskomme. Ich kann auch unter Wasser jetzt nichts nehmen. Kein Aufputschmittel und ähnliches. Oder geht das? Nee. Er bleibt halt nicht lang genug oben. Ach, das ist ja jetzt nicht dein Ernst. Ja, ich weiß, dass ich das benutzen soll, aber doch nicht im Wasser. Lief gut, auf jeden Fall. Okay, hier haben wir auch nochmal eine Kiste, weil gestorben und so. Dann nehmen wir uns wenigstens nochmal die drei Sachen da raus. Ja, das war ja jetzt ein bisschen blöd. Und das nur wegen dem bösen, bösen Entchen. Das Entchen ist schuld. So, wie viel können wir denn jetzt eigentlich noch machen? Wir können da eigentlich noch deutlich mehr machen, aber irgendwie, ich habe noch keine weiteren Hemmstoffbehälter soweit gesehen. Muss es aber noch ordentlich Hemmstoffbehälter geben. Da gehe ich jetzt auf Ausdauer oder gehe ich auf Gesundheit? Ey, komm, ich gehe nochmal auf Ausdauer hier. Ausdauer immer gut. Auch bald die Maximalzeit, wo wahrscheinlich erreicht, ne? Auch cool. Na gut, aber dann würde ich sagen... Wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.